Vielen Dank. Schönen guten Abend. Herzlich willkommen im offenen Kanal Schleswig-Holstein. Dankeschön. Jugend debattiert mit Spitzenpolitik zur Landtagswahl. Unsere erste von 6 Sendungen. Vielen Dank. Ungefähr 2 Wochen sind es noch bis zum 7. Mai. Dann ist Landtagswahl. Mit der Briefwahl kann man sogar jetzt schon seine Stimme abgeben. Bis zu 2 Millionen Wahlberechtigte gibt es in Schleswig-Holstein, die das bei der Landtagswahl bitte schön machen sollen. Erstmals dürfen das auch alle, die 16 und 17 Jahre alt sind. Fast 60.000 junge Menschen sind das, die also das erste Mal ihre Stimme abgeben dürfen. Neben der Vorbereitung in den Schulen und dem Wahlomat gibt es auch hier im offenen Kanal eine starke Möglichkeit, in die entscheidenden Themen des Wahlkampfes einzusteigen und natürlich die Spitzenkandidatinnen und Spitzenkandidaten kennenzulernen. Wir haben sie alle, sie sind alle hier im Studio, die Spitzenpolitikerinnen und Spitzenpolitiker der Parteien CDU, SPD, Bündnis 90, die Grünen, von der FDP, der Piratenpartei und heute vom SSW. Mit den Spitzenkandidaten debattieren ehemalige Landessiegerinnen und Landessieger des Bundeswettbewerbs Jugend debattiert. Das sind alles Schülerinnen und Schüler und Studierende, die am 7. Mai wahlberechtigt sind. Sie sind gefordert, den Spitzenpolitikern auf den Zahn zu fühlen und deren Vorschläge inhaltlich zu überprüfen. Dabei vertreten sie nicht zwingend ihre eigene Meinung, sondern debattieren anwaltlich, sind also Dienstleisterinnen und Dienstleister für alle, die noch überlegen, wem sie am 7. Mai ihre Stimme geben sollen. Eine Debatte dauert 12 Minuten, am Anfang 2 Minuten Eröffnungsplädoyer für jeden, danach 6 Minuten freier Schlagabtausch und am Ende ein einminütiges Resümee für jeden. Die Politikerinnen und Politiker, die debattieren hier auf der Pro-Seite, haben das erste Wort in der Debatte, denn sie sollen ja ihre Ideen und Vorschläge erklären. Damit das mit den Redezeiten gut funktioniert, gibt es eine Glocke. 10 Sekunden vor dem Ende eines jeden Redebeitrages kann man ein kleines Signal hören. Und im Anschluss an die Debattenfrage, da darf schon mal gewählt werden, nämlich hier vom Studiopublikum bei uns im offenen Kanal. Nicht zur Debattierleistung, wir gehen davon aus, dass alle, die an diesem Format teilnehmen, das ganz gut hinbekommen werden, sondern über die Streitfrage, eine inhaltliche Abstimmung, von der wir dann das Ergebnis hier auch direkt ins Studio bekommen. Gute Möglichkeit für die Spitzenkandidatinnen und Spitzenkandidaten, um ein Feedback zu bekommen zu ihren Positionen. Das heute ist die erste von 6 Sendungen. Die gibt es alle in der Mediathek des offenen Kanals. Wir freuen uns auf 6 spannende Debatten bei Jugend debattiert mit Spitzenpolitik zur Landtagswahl 2017. Seit dem Jahr 2000 gehört er dem Schleswig-Holsteinischen Landtag an und führt dort den SSW. Für den geht er bei der Landtagswahl als Spitzenkandidat ins Rennen und der NDR schreibt über ihn, egal ob man ihn um 11 am Morgen oder in der Nacht trifft, immer wirkt er entspannt. Wer sich Zeit nimmt, um ihm zuzuhören, der merkt, dass er etwas zu erzählen hat. Das sind perfekte Voraussetzungen für eine Debatte. Herzlich willkommen, Lars Harms. Mit Herrn Harms debattiert heute ein 16-jähriger Schüler von der Stormann-Schule. Er kommt aus Ahrensburg. Herzlich willkommen, Arvid Bayer. Herr Harms, die Debatte startet gleich mit Ihrem ersten Wort. Und die Streitfrage, die Sie sich ausgesucht haben, die lautet, soll die kommunale Kleinteiligkeit in Schleswig-Holstein reformiert werden? Ja, da ganz klar, sie muss erneuert werden. Ich glaube, wir haben das große Problem, dass wir wenig Demokratie im ländlichen Raum haben. Unser Problem ist, dass wir in den einzelnen kleinen Orten Bereiche haben, wo Menschen nicht mehr mitdiskutieren dürfen. Wenn es um Schulpolitik geht, darf ich als Bürger der Stadt Husum, 25.000 Einwohner, mitentscheiden durch meine Wahlentscheidung, wie denn die Schulpolitik in meinem Land in meiner Stadt aussieht. Ich darf auch mitentscheiden darüber, ob ein Bürgerentscheid beispielsweise gemacht wird. Das darf man in einem Amt in Schleswig-Holstein nicht. Dort werden die Leute nämlich nicht direkt hingewählt, sondern aus den Kommunen entsandt. Das heißt, wenn ich zur Kommunalwahl gehe, wird meine Stimme möglicherweise gar nicht berücksichtigt, weil der entsandt ist, gar nicht der Partei angehört, den ich mal gewählt habe. Und wenn ich dann noch unzufrieden bin mit der ganzen Geschichte, was dort entschieden wird, dann habe ich noch nicht mal das Recht, einen Bürgerentscheid anzuleiern, weil das sind keine Kommunen. Und Bürgerentscheide sind nur möglich gegenüber Entscheidungen von Kommunen. Das ist demokratietechnisch nicht in Ordnung, dass Menschen im ländlichen Raum weniger Rechte haben als Menschen im städtischen Raum.
Wir haben darüber hinaus noch das Problem, dass wir so kleine Gemeinden haben. Teilweise sind das 30, 40 Einwohner. Aber auch wenn man 500 oder 600 Einwohner hat, dass diese Gemeinden nicht mehr in der Lage sind, politische Vielfalt darzustellen. Es werden dort Einheitslisten aufgestellt. Wählergemeinschaften nennen sie sich dann, also eine einzige in einem Ort. Das sind über 400 Kommunen, wo das bei der letzten Kommunalwahl geschehen ist. Und die legen fest, wie denn ihre Liste aussieht. Und dann geht man wie damals in der DDR einfach hin und macht einen Kreuztest. Man kreuzt ab und sagt, das ist die Einheitsliste, die ich gewählt habe. Das hat nichts mit Vielfalt und Demokratie zu tun. Je größer die Einheit ist, desto mehr Parteien und Wählergemeinschaften können miteinander konkurrieren. Und das ist unser Ziel. Jetzt, bevor ich inhaltlich eingehe, erkläre ich noch einmal kurz, vielleicht auch für das Publikum, wie genau denn überhaupt der Vorschlag des SSW aussieht. Sofern ich den richtig verstanden habe, können Sie mich auch gerne dann nochmal eingreifen. Und zwar ist es so, wir haben ja in Schleswig-Holstein Kreise und innerhalb dieser Kreise haben wir ganz viele Kommunen, 1.100. Und diese Kommunen verwalten sich entweder selbst, aber das sind nicht viele, 91, und der Rest wird von 88 Ämtern verwaltet. Der SSW schlägt jetzt vor, dass die Gemeinden, die sich nicht selbst verwalten, zu Großgemeinden zusammengeschlossen werden. Und so würde der SSW auf eine Zahl von 170 Gemeinden insgesamt kommen. Aktuell haben wir 88 Ämter plus 91 sich selbst verwaltende Kommunen. Das ist eine sozusagen Verwaltungseinheitszahl von 179 Verwaltungseinheiten. Das heißt, nach diesem Vorschlag hätten wir 170 Großgemeinden, jetzt haben wir 179 Verwaltungseinheiten, die einfach nur anders heißen. Das heißt, die Nachfrage, was genau würde sich jetzt eigentlich verwaltungstechnisch ändern? Also wo wäre jetzt eigentlich die Veränderung, die durch den Vorschlag des SSW eingeführt werden würde? Denn so wie ich das sehe, ist das nur, dass Ehrenämter aufgehoben werden, die aktuell in kleineren Kommunen bestehen. Und da weiß ich nicht, wieso das jetzt mehr Demokratie fördern soll. Denn wenn ich jetzt keinen direkten Ansprechpartner mehr in meiner Kommune habe, den ehrenamtlichen Bürgermeister von nebenan, dann weiß ich nicht genau, woran ich mich wenden muss. Die Großkommune hat oder die Großgemeinde hat vielleicht ihren Verwaltungssitz viele Gemeinden weiter. Deswegen erklären Sie doch noch bitte einmal genauer, warum jetzt das System, wie es von Ihnen gefördert, zu mehr Demokratie bzw. zu einer besseren Verwaltung führen würde. Ja, ich bin natürlich davon ausgegangen, dass man auch die Zuhörer und Zuseher wissen, worum es geht. In der Tat, wir wollen 8.000 Einwohner pro Kommune als Mindestgröße. Das finde ich ist nicht unbedingt eine Großkommune, wenn man weiß, dass es auch Orte gibt, die 25, 30, 40, vielleicht auch 100.000 Einwohner haben. Wir machen dann, wenn es nach uns geht, aus 179 Ämtern in der Tat knapp 170 Kommunen. Und was ist nun der Effekt? Der Effekt ist, dass sich Verwaltung nicht mehr mit sich selbst beschäftigen muss. In einem Amt wie in Südtondern gibt es 17 Kommunen, 17 Gemeinden. Das heißt 17 mal ein Gemeindehaushalt plus der 18. Haushalt des Amtes. 17 mal eine Finanzausschusssitzung plus der des Amtes und so weiter und so fort. Tausende von Ausschüsse. Beamte sind nur noch damit beschäftigt, diese Ausschüsse zu betreuen, anstatt sich darüber Gedanken machen zu können, endlich mal zum Beispiel europäische Programme anzuzapfen. Das ist viel, viel wichtiger, dass sich im ländlichen Raum auch etwas entwickeln kann. Und die Kleinteiligkeit, die behindert uns. Und deswegen müssen wir diese Kleinteiligkeit aufheben. Gut, Sie sprechen jetzt die ganze Zeit davon. Ich gehe noch mal auf Ihren Anfangspunkt ein bisschen besser einheitlich ein, denn dass diese Reform quasi eine bessere Verwaltung gewährleisten würde, das Maß kann man natürlich anzweifeln, aber dass es so wäre, das stimmt sicherlich. Ich gehe noch mal auf die mehr Demokratie vor Ort ein, denn es ist häufig so gewesen, dass in der Vergangenheit bei verschiedenen Kommunen Verschmelzungen von oben herab, sag ich mal, vorgeschlagen wurden oder geplant wurden. Allerdings gab es dann durch Abstimmungen in diesen Kommunen das Ergebnis, dass die Kommunen nicht sich zusammentun wollen. Das heißt, sie wollen sich selbst als Kommune beibehalten, sie wollen sich nicht zu größeren Einheiten zusammentun. Und es wäre eine Entscheidung gegen den Willen in den verschiedenen Kommunen. Das sieht man an ganz vielen verschiedenen Beispielen, zum Beispiel Tornisch und Uetersen, die sich nicht verschmelzen wollten. Also
ist nicht der Wille von den Kommunen, dass sie sich verschmelzen. Das heißt, warum ihnen jetzt die Mündigkeit wegnehmen? Also Tornesch und Uetersen sind ein gutes Beispiel. Sie sind beide über 8000 Einwohner, also da muss man sich keine Sorgen machen, die würde es gar nicht betreffen, sondern es geht hier bei uns um den ländlichen Raum. Und auch die Landtagswahl ist natürlich eine Abstimmung auch darüber, ob man dieses will. Im Einzelfall mag es da durchaus unterschiedliche Auffassungen geben. Ich weiß aus meinem Beritt beispielsweise die Gemeinde Handewitt. Da haben sich mehrere Kommunen zusammengeschlossen und die fühlen sich jetzt wohl miteinander. Da ist auch das Ehrenamt nicht zusammengebrochen. Die arbeiten immer noch alle zusammen und es gibt immer noch eine freiwillige Feuerwehr. Es gibt immer noch Sportvereine, es gibt immer noch engagierte soziale Menschen in dem Bereich. Ich habe bei mir in Husum einen Zusammenschluss mit der Nachbargemeinde Schobel. Hat wunderbar funktioniert. Wir haben dort einen Ortsbeirat in Schobel, die immer noch über die Schobeler Dinge sprechen können. Gleichzeitig aber haben wir jetzt auch als Schobeler oder haben auch die Schobeler das Recht, auch bei Dingen auch mitzubestimmen, was sie vorher eben so direkt nicht hatten. Und das ist für mich immer noch der Kern. Wir brauchen auch im ländlichen Bereich genauso viel Demokratie, wie es die im städtischen Bereich gibt. Und deswegen brauchen wir eben auch die entsprechenden Strukturen dafür. Ich bin sehr glücklich, dass Sie gerade genau diesen Punkt angesprochen haben, denn natürlich ist es so, dass es momentan Fusionen gibt, die gut funktionieren. Die Kommunen Vorteile daraus ziehen und wo sie sich hinstellen und sagen, ja, wir tun uns zusammen und wo auch die Ehrenämter nicht verloren gehen. Aber genau das ist ja hier, was nicht passieren würde. Es wäre ein Zwang von oben. Es wäre nicht so, dass gesagt würde, ja, wollt ihr euch vielleicht zusammentun, Kommunengruppe A oder B, sondern es wird gesagt, ihr werdet jetzt Großgemeinde XY. Und genau das hat ja wenig mit Demokratie zu tun, wenn von oben von der Politik gesagt wird, ja, ihr tut euch jetzt zusammen, ihr müsst das jetzt machen, tut mir leid, das könnt ihr jetzt nicht selbst irgendwie durch eine Abstimmung in den Kommunen entscheiden, sondern das machen wir jetzt einfach. Das hat meines Erachtens wenig mit Demokratie zu tun und ich weiß nicht, warum der SSW da gerade diesen Weg gehen will, dieses Zwangs, und warum man nicht weiter Anreize schaffen kann dafür, dass sich Kommunen zusammentun, sondern dass es halt von oben hinweg über die Köpfe der Bewohner der Kommunen entschieden werden muss. Was den Zwang angeht, natürlich ist es eine Entscheidung. Politiker müssen auch Entscheidungen treffen, dafür sind sie gewählt. Und wir sagen vorher, was wir gerne tun wollen und dann möge der Bürger darüber entscheiden. Aber was ganz wichtig ist, das ist ja ein Prozess, der über eine längere Frist geht. Und wir haben gesagt, dass auch die Kommunen selber entscheiden sollen am Anfang des Prozesses, wie sie sich zusammenschließen wollen. Wir wollen, dass sie sich zusammenschließen, aber wie sie es tun, sollen sie selber entscheiden können. Und nur dort, wo Kommunen nicht in der Lage sind, dieses eben zu tun, weil sie sich irgendwie zerstreiten, da muss es so sein, dass wir dann eben auch tatsächlich die Kommunen am Ende dann eben auch zwangsmiteinander verheiraten. Aber am Anfang steht ganz klar, dass wir eben auch den Kommunen die Möglichkeit geben wollen, dass sie sich freiwillig für einen Zusammenschluss entscheiden. Wichtig ist, das darf man niemals vergessen, wir haben das Problem, dass oft auch die kleinen Kommunen nicht miteinander kommunizieren und miteinander zusammenarbeiten. Und diese Zusammenarbeit geht nur, wenn man in einer Kommune zusammengeschlossen ist. Es ist ja sehr lobenswert, dass man sagt, am Anfang könnt ihr euch das noch aussuchen und dann am Ende wird doch irgendwie ein Zwang sein. Allerdings frage ich mich dann, warum man dann diese Reform überhaupt einführen muss, denn es ist ja schon aktuell so, dass sich Kommunen zusammenschließen und es passiert schon, wie Sie eben schon anhand einiger Beispiele gesagt haben, dass sich ja, Kommunen zusammenschließen, die das auch wirklich wollen. Das heißt, für mich ergibt diese ganze Reform als Ganzes nicht wenig Sinn, wenn man nicht ohnehin schon Zusammenschlüsse hat, die man einfach weiter fördern kann und das Bestehende einfach weiter ausbauen kann, besser fördern kann, dann ist das, hat das meines Erachtens auch mehr mit Demokratie zu tun, als wenn man einfach von oben sagt, jetzt macht ihr das. Deswegen die erneute Frage, warum ist diese Reform jetzt konkret nötig, wenn wir nicht schon bestehende Fusionen haben, die man einfach weiter fördern könnte? Wir können bestehende Fusionen natürlich fördern, das ist richtig. Wir haben aber immer noch das Problem, mir ist eine Gemeinde bekannt, die möchte gerne ein Baugebiet ausweisen, darf das aber landesplanungsrechtlich nicht mehr, könnte aber von anderen Gemeinden Flächen übertragen bekommen, aber die blockieren alle, sagen, für euch machen wir das nicht, ist uns egal, was ihr wollt. Und das ist das Problem. Oft gibt es Konflikte zwischen den einzelnen Gemeinden, weil sie so klein sind und weil die Ortsbürger meist auch die Interessen ihrer kleinen Gemeinde vertreten wollen. Wir wollen aber mehr Demokratie im ländlichen Raum. Wir wollen die Kommunen
europafähig machen. Wir wollen, dass die Kommunen in der Lage sind, auch europäische Programme, aber auch Landes- und Bundesprogramme anzutapfen, damit man im ländlichen Bereich eben auch wirtschaftliche Entwicklung hat. Das geht nicht, wenn man 38 Einwohner hat. Da kann man keine Schulen betreiben, da kann man kein Abwassersystem betreiben, da kann man auch keine Wirtschaftsförderung mit betreiben. Da braucht man größere Einheiten für. Ich glaube, wir sind uns sowieso einig darüber, dass Zusammenschlüsse grundsätzlich nichts Schlechtes sind, dass sie positiv für die Wirtschaft sind und dass sie grundsätzlich verwaltungstechnisch auch Vorteile bringen. Der Weg, wie man da hinkommt, das ist allerdings da, wo wir uns unterscheiden. Denn ich sage Zusammenschluss ja, aber nicht einfach über die Köpfe der Bürger hinweg. Natürlich werden sie erst gefragt, aber es ist am Ende ein Zwang. Und das hat, finde ich, keine wirklich demokratischen Züge, wenn man sie dazu zwingt. Deswegen bleibe ich bei meinem Anfangsstatement, dass man die Zusammenschlüsse weiter fördern kann, allerdings nicht durch eine Reform, die die Kommunen dazu zwingt, das zu tun. Vielen Dank. Vielen Dank an unsere Debattanten. Faire Debatte. Da gibt es auch mal einen Handschlag danach. Vielen Dank. Kommunale Kleinteiligkeit. Ein Thema, in das man auch erstmal einsteigen muss. Ich freue mich, dass das so gut geklappt hat in dieser Debatte und möchte diese Frage jetzt an unser Studiopublikum weitergeben. Dort gibt es Abstimmungsgeräte und auch hier im Studio kann jetzt schon einmal über dieses Thema eine Wahl getroffen werden. Soll die kommunale Kleinteiligkeit in Schleswig-Holstein reformiert werden? Wir schauen einmal auf unser Voting. Da bewegen sich die Balken noch ein bisschen. Jetzt haben wir ein Ergebnis. Das ist deutlich. 9% sagen, ja, die kommunale Kleinteiligkeit soll reformiert werden. 91% sind dagegen. Ja, also heute konnten Sie das Studiopublikum von diesem Thema nicht überzeugen. 91%. Aber kein Voting über die Debattierleistung, nur über das Thema. Vielen Dank dafür an das Publikum. Und das Publikum kriegt auch noch die Gelegenheit, Fragen loszuwerden an den Spitzenkandidaten des Südschleswigschen Wählerverbandes. Die erste Frage kommt von einer jungen Frau, 16 Jahre alt, Rike Albrecht aus Büsum. Bitte. Aus dem Landtagswahlprogramm von SPD und Grünen ist zu entnehmen, dass diese beiden Mehrheitsbeschaffer der Küstenkoalition die jetzige Struktur der kommunalen Verwaltung beibehalten wollen. Wie will der SSW bei dieser Übermacht gegen das eigene Hauptwahlkampfthema überhaupt punkten? Also erstens, Kommunalreform ist ja nicht unser Hauptwahlkampfthema. Wir haben 10 Kernthesen, davon ist eine dann auch die Kommunalreform. Mir ist bekannt von den Grünen, dass man dort auch einen Landesparteitagsbeschluss hat, dass man gerne größere Kommunen haben will. Sie haben ein anderes Modell, aber sind da auch sehr offen. Ich weiß von SPD-Kommunalpolitikern, die mir alle sagen, lieber Lars, das ist total klasse, dass du es ansprichst. Wir dürfen das nicht ansprechen, weil dann kriegen wir Ärger zu Hause und dann meckern die Leute, dann geht das 9-91 aus. Das ist eine Riesenkatastrophe für uns. Bitte mach du das und bitte hilf uns, dass wir endlich ordentliche Strukturen kriegen. Und das ist auch mein Job, wenn der SSW am Ende bei der Landtagswahl 9% kriegt. Boah, dann bin ich hochzufrieden, Leute. Vielen Dank. Zweite Frage kommt von Paul Klingelhöller, 16 Jahre alt, aus Forum. Ja, der SSW als Minderheitenpartei für Südschleswig möchte ja gerne landesweit wahrgenommen werden. Wie genau möchten Sie das erreichen? Erste Maßnahme ist auch mal im offenen Kanal Kiel auftreten. Das ist ja auch ein Programm, das auch außerhalb von Südschleswig gesehen wird. Wir laufen natürlich rund auf sämtlichen Podiumsdiskussionen, versuchen eben dort, gestern war ich beispielsweise in der Berufsschule in Preetz, wir plakatieren an einigen Stellen, da wo es zentral ist, wo Leute vorbeikommen. Wir machen wie die anderen Parteien Radiospots, Fernsehspots, selbstverständlich auch Interviews mit großen Medien. Wir sind im Internet aktiv. Wir versuchen also auch die Leute über Facebook, über Twitter und andere Dinge auch zu erreichen. Also da wird viel getan. Jemand, der den SSW wahrnehmen will, der kann das auch. Da bin ich fest von überzeugt. Der es partout nicht will, der muss es ja auch nicht. Aber ich glaube, die Möglichkeiten, sich über unsere Politik zu informieren, die sind sehr, sehr groß. Und wir sind bereit, auch mit jedem Menschen darüber zu reden. Ich hätte richtig Lust, noch weiterzumachen. Ich glaube, eine Frage kriege ich auch noch. Zwei kriegen Sie sogar noch. Eine kommt aus dem Publikum von Eike Lüneburg, 17 Jahre alt, aus Hemmingstedt. Der SSW spricht sich für die Einheitsschule aus. Wie erklären Sie uns Gymnasiasten in 60 Sekunden den Mehrwert des gemeinsamen Lernens, wo doch jetzt schon teil- oder hochbegabte Kinder nicht genügend gefördert werden können?
Also erstmal ist das Wort Einheitsschule so ein konservativer Kampfbegriff, den mag ich eigentlich nicht so sehr, sondern wir haben ein Schulsystem bestehend aus Gymnasien, aus Gemeinschaftsschulen und aus Berufsschulen. Auch auf den Berufsschulen kann man ja allgemeinbildende Schulabschlüsse machen. Und die haben alle ihre Berechtigkeit und jeder Schulweg führt über einen Weg direkt zu einem Schulabschluss. Muss im Übrigen auch nicht immer das Abitur sein, das können auch gerne mittlerer Abschluss oder eben erster allgemeinbildender Abschluss sein. Und ich glaube, es ist wichtig, den Jugendlichen jede Tür zu öffnen, die möglich ist. Und das bedeutet, dass man eben auch ein solches vielfältiges System vorhalten muss, damit die Jugendlichen eine Chance haben. Es gibt welche, die sind super klug und machen ganz schnell ihren Weg und marschieren durchs Gymnasium und haben nach 12 Jahren die Abitur. Und es gibt andere, die brauchen Umwege, die müssen vielleicht vorher mal eine Ausbildung machen und müssen dann weitergehen. Und auch denen muss man die Chance eröffnen, weil je klüger wir alle sind, desto besser geht es uns auch in der Gesellschaft. Vielen Dank, Herr Harms. Eine Frage kriegen Sie tatsächlich noch, die kommt aber von mir. Die ist einfach, 60 Sekunden für Sie. Warum sollte man am 7. Mai seine Stimme für den SSW abgeben? Man sollte den SSW wählen, weil ich davon überzeugt bin, dass wir eine zutiefst soziale Partei sind, dass wir eine Partei sind, die darauf achtet, dass auch den Schwächeren es gut geht. Wir sind eine Partei, die sich dafür einsetzt, dass wir als Schleswig-Holsteiner auch vernünftig in Berlin vertreten werden, unsere eigenen Interessen vertreten. Schleswig-Holstein oder SSW, den gibt es ja nur in Schleswig-Holstein. Also wir sind auch nicht davon abhängig, dass irgendwo einer in Berlin nun sagt, ey, ihr müsst aber irgendwie was anderes machen, wie es bei manch anderer Partei ist, sondern wir können uns hier vor Ort selbst entscheiden und können eben auch für die Entscheidung, die wir treffen, dann eben auch entsprechend einstehen. Das ist, glaube ich, auch ein ganz gutes Angebot an die Bürger, dass sie wissen, dass ich mich nicht rausreden kann und sagen kann, oh, das hat aber jemand in Berlin entschieden, deswegen darf ich leider nicht so stimmen, wie ich es euch vielleicht versprochen habe. Was ich sage, gilt und das kann man dann eben auch entsprechend dann eben auch abrufen nach der Landtagswahl und mich dann auch dafür verhauen, wenn ich mich nicht so verhalte, wie ich es möglicherweise angekündigt habe. Aber das ist mir bisher auch noch nicht vorgekommen. Vielen Dank an Lars Harms. Wir sind am Ende unserer heutigen Veranstaltung angekommen. Das war die erste von insgesamt 6 Veranstaltungen hier im offenen Kanal Schleswig-Holstein. Morgen geht es weiter mit dem Spitzenkandidaten der Piratenpartei, mit Patrick Breyer. Das war Jugenddebattiert mit Spitzenpolitik zur Landtagswahl 2017. Wer sich weiter informieren will, der nutzt den Wahlomat. Der Link wird eingeblendet. Und ich möchte mich bedanken bei Lars Harms, bei Arvid Bayer und bei einem klasse Studiopublikum. Vielen Dank fürs Einschalten, schönen Abend und tschüss.